Hallo, ich bin Hannes Ellmeier von der EDV und CAD Group. Ich zeige Ihnen in diesem Video das Zusammenspiel von Vectorworks und Twinmotion. Twinmotion ist ein sehr einfach zu bedienendes Programm für Visualisierungen und Animationen von Epic Games. Ich starte hier mal den Epic Games Launcher. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze zusammenhängt. Wir haben hier die Unreal Engine mit dem Reiter Twinmotion, wo wir zunächst einfach mal Twinmotion installieren aus dieser Anwendung. Wir geben also einen Pfad ein und installieren erstmal Twinmotion. Hier ist es wichtig, dass die Version 2021 installiert ist. Nun starten wir Twinmotion und gehen in die Voreinstellungen, in den Reiter Appearance und stellen die Sprache auf Deutsch um. Wir haben hier weitere Settings-Einstellungen, wo wir die Benutzerpfade und dergleichen einstellen können. Und im Google sehen wir dann auch, wonach wir hier suchen müssen, nach dem Epic Games Launcher. Der muss zunächst eingestellt werden. Oben rechts sehen wir, dass wir einen Account anlegen müssen. Und ich starte nun einfach mal eine Demo, ein Demo-Projekt, wo wir dann sehen, okay, da können wir ein wenig rumspielen und uns einfach mal ein bisschen vertraut machen. Oben in der Mitte sehen wir die ganzen Funktionstasten. Man kann sich hier also wirklich sehr, sehr schnell und einfach mit den Pfeilrichtungstasten, Mausrad, rechte Maustaste in Verbindung mit Shift und dergleichen sehr schnell bewegen. Oben links sehen wir, da können wir also die linke Sidebar aus- und einblenden. Hier können wir also zum Beispiel ein Glasmaterial zuweisen und haben wir also ganz viele Texturen, die wir hier eben verwenden können. Weisen hier einfach mal ein Glas zu dem rechten Objekt da. Wir haben dann unten in der Mitte einen Regler für die Deckkraft. Also jeder Shader kann dann natürlich ganz individuell bearbeitet werden. Und die Benutzeroberfläche ist wirklich sehr, sehr interessant und gelungen. Wir wechseln in die Navigation und schauen uns mal die Holztexturen an. Mit 2021 wurden also hunderte von Quicksilmaterialien integriert in Twinmotion, sodass wir wirklich eine sehr, sehr große und gute Auswahl an Objekten haben. Wir setzen nun einfach mal einen Tisch in die Szene ein, scrollen und suchen uns da einfach mal das passende Objekt aus. Wir sehen jetzt hier den Modifikator, wo wir das Ganze verschieben oder drehen können. Hier sehen wir in der Mitte, dass das Ganze auf Drehen eingestellt war. Und wenn wir umstellen auf Bewegen, können wir also, wie der Name schon sagt, das Ganze bewegen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Objekt zu skalieren, dass wir das größer, kleiner machen. Das geht also alles sehr, sehr einfach und schnell. Das Ganze ist natürlich gedacht, dass wir einfach viele Accessoires haben, um unsere Szene möglichst lebendig aussehen zu lassen. Nun wechseln wir mal in Vectorworks rüber. Ich zeichne hier einfach mal ein Rechteck, das uns als Grundlage für einen Raum dienen soll. Hier können wir beliebige Ausschnitte zeichnen, wie wir das kennen, mit dem Radieren, Schneidenwerkzeug. Dann erzeugen wir einen Extrusionskörper, damit das Ganze auch dreidimensional da ist und Texturen aufnehmen kann. Wir können nun mit dem Elements-Wandwerkzeug die Punkte abfahren. Natürlich geht da auch das Wandwerkzeug von Vectorworks selbst. Diese beiden Wände sind komplett kompatibel. In der Basisversion von Vectorworks sind ja in den neueren Versionen keine Wände mehr dabei und hier liefern wir mit
Elements-CAD-Funktionen mit. Zeichne hier nochmal eine Mittelwand. Im nächsten Schritt setze ich hier einfach mal eine Elements-Türe ein. Diese Türen dienen auch in erster Linie Präsentationszwecken. Man kann also hier sehr, sehr schön eine Füllungstüre zum Beispiel zeichnen. Man kann das Ganze spiegeln. Man kann also innen Außenverkleidungen zuweisen. Ich gehe da jetzt nicht so ins Detail, weil es dort zahlreiche Videos gibt, die also diese Funktionen näher beschreiben. Ich setze hier nochmal ein Fenster ein. Mit einem Mausklick wird also sofort das eingesetzt in die Wand. Es werden die Durchbrüche direkt erzeugt. Und dann kommen wir auch schon zum Herzstück von Elements, nämlich dem Schrankgenerator. Hier kann ich mal in der Voreransicht einfach mal das Ganze anschauen. Ich habe in der Infopalette alle relevanten Parameter. Ich möchte hier mal mit Duplizieren und Anordnen weitere Kopien machen, damit wir da einfach mal ein paar Objekte da in der Szene drin haben. Nachdem wir nun vier gleiche Schränke haben, können wir jedem einzelnen Schrank ein eigenes Aussehen geben. Ich erstelle hier einfach mal ein paar Schubkästen übereinander, trage hier einen weiteren Schubkasten ein. Elements ist also hier mit aufgebaut in verschiedene Segmente. Segmente unten, Mitte unten. Es ist also nach oben in Z-Richtung aufgebaut, wo wir dann eben Segmente übereinander setzen können. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir nebeneinander sehr einfach arbeiten können. Aber im Detail gibt es auch hier hunderte von Videos auf unserem Kanal, welche Elements CAD genau beschreiben. Wir haben hier Videos mit den CNC-Anbindungen, mit Bohrbildern und dergleichen. Hier geht es einfach mal darum, dass wir ein paar Objekte zeichnen und die dann einfach an Twinmotion übergeben. Ich habe hier den Griff einfach mal um 90 Grad gedreht, die Griffposition auf links oben umgestellt. Natürlich können wir das alles auch dialoggeführt eintragen. Mit einem Doppelklick gelangen wir in die Schrankkonfiguration. Ich möchte hier einfach mal einen innenliegenden Schubkasten zeichnen, um einfach mal die Konfigurationen hier zu demonstrieren. Nun wurde der Schrank sozusagen zweigeteilt. Es wurde eine Türe separiert und der Korpus hat nun eben innenliegende Schubkästen. Der Vorteil ist eben mit diesen intelligenten Objekten, dass man später auch alle zusammen aktivieren kann, alle Schränke, um dann eben gemeinsam Attribute zuzuweisen. Ich gehe hier mal in den Reiter Korpus und hier sehen wir, man kann also mit Klicks Traversen generieren. Stehende, liegende Traversen, hier gibt es also verschiedene Varianten. Man sieht also auch im Reiter Front verschiedene Frontfugen, Schubkastentabs, Rückwandeinstellungen. Es ist wirklich alles sehr, sehr detailliert hier aufgeführt. Das Programm oder der Elements Generator wird seit bald nahezu 20 Jahren entwickelt. Und ist also sehr ausgereift. Nun möchten wir weitere Änderungen machen. Ich habe jetzt hier einfach mal die Sockeldefinition zugewiesen. Wir machen eine Sockelhöhe von 50 mm. Aber noch ist das Ganze für jeden einzelnen Schrank definiert. In OpenGL sehen wir einfach mal eine Vorschau. Und nun kann ich per Doppelklick eine beliebige Textur zuweisen. Das bewirkt, dass ein sogenannter Klassenbaum, also lauter einzelne Klassen erzeugt werden.
Wenn wir die Kanten einschalten, sehen wir aber, dass wir nach wie vor einzelne Schränke haben. Das können wir nun ändern, wenn wir einen Reihenschrank erzeugen. Hierbei geht es darum, dass Schränke nebeneinander zu einem Schrank zusammengefasst werden. Diesen Reihenschrank kann ich nun nachträglich konfigurieren und eben beispielsweise durchlaufende obere Böden generieren. Stückliste, CNC-Programme und dergleichen werden hier immer automatisch aktualisiert. Ich trage nun einen Deckel, also eine Arbeitsplatte hier ein und es wird also automatisch eine durchgehende Arbeitsplatte generiert, weil ja der Schrank schon zusammengefasst wurde. Tragen hier die gewünschte Deckelstärke ein und wir haben, wie wir ja sehen, fünf einzelne Schränke in der Infopalette und alle fünf Schränke sollen eine Stärke von 25 mm bekommen. Und wir sehen, dass alles nun in einen Schrank integriert wurde. Nun kann ich eben jeden einzelnen Schrank dennoch auswählen, um zum Beispiel hier noch einen Fachboden nachzutragen. Und der Schrank an sich ist natürlich sehr viel einfacher zu handeln, wenn er aus einzelnen Teilbereichen besteht. Ich verschiebe jetzt mal die ganze Szene, damit ich da nicht direkt unter dem Fenster lande. Im Menü Elements Serie kann man auch den Schrank aktualisieren. Es ist manchmal notwendig, wenn zum Beispiel neue Texturen zugewiesen werden oder wenn einfach der Schrank aus irgendeinem Grund neu aufgebaut werden muss. Nun kopiere ich einen einzelnen Schrank raus, füge ihn an die gleichen Stelle ein und setze den einfach mal in Z in die Höhe. Nun müssen natürlich noch ein paar Änderungen gemacht werden. Ich ändere mal die Höhe, möchte keine Türen haben, möchte auch das Segment mit dem Schubkasten löschen. Und es sind nur wenige Eintragungen notwendig, um hier einen passenden Oberschrank zu generieren. Die Idee ist dann natürlich, dass ich bereits den Unterschrank komplett fertig definiert habe mit Rückwanddefinition, Plattenstärken und dergleichen, sodass ich darauf basierend eine Kopie mache und dann eben die weiteren Schränke in der Form ändere. Natürlich kann man auch Templates zuweisen, indem man einfach einen Schrank lädt und dann Eigenschaften in einem Zug zuweist. Nun möchte ich mit einem Doppelklick in dem Reiter Anzeigen diverse Einzelteile ausblenden. Wie wir hier sehen, wurden die Seiten und der obere Boden und nun auch die Rückwand ausgeblendet. Und es ist nach wie vor ein komplett parametrisches Objekt. Und nun schauen wir uns das Ganze mal in 2D-Plan-Draufsicht an. Ich mache mir hier einfach mal eine Kopie von einem Objekt, ziehe das einfach mal zur Seite und im nächsten Schritt kann ich das also hier an das Fenster ransetzen. Nun drehe ich das Ganze um 90 Grad und habe jetzt eine Kopie an der linken Wand sitzen. In der Infopalette ändere ich nun die Tiefe. Schauen wir das Ganze mal von der Seitenansicht an. Gehe also in die Ansicht rechts und kann hier nun weitere Änderungen vornehmen. Ich schiebe jetzt den einfach mal manuell zur Seite mit einem gedrückten Steuerungskey. Kann ich sofort eine Kopie davon erzeugen. Rotiere den Griff mal und gehe in Schrank konfigurieren rein.
kann also hier die Eckverbindungen natürlich auch ändern. Im Tab Front kann ich Griffe anpassen. Ich wähle mir da mal einen Griff aus. Der Griff wird dann natürlich erst zugewiesen, wenn ich nochmal reingehe und auch die Zuweisung mache. Nun habe ich also hier entsprechende Griffe da definiert. Die Griffposition können wir auch sehr einfach umstellen. Wir haben also hier wirklich in wenigen Minuten eine sehr interessante Schrankplanung hier definiert. Es sind also nur die Detailparameter oder die Grundparameter notwendig, die wir in der Infopalette sehen, um hier sehr schnell zum Ergebnis zu kommen. Mit der Reihenschrankfunktion erstellen wir wiederum durchlaufende Schränke. Nun schauen wir einfach mal im Zubehörmanager rein. Und ich weise jetzt hier einfach mal per Doppelklick wieder Texturen zu. Kann also in dem Perspektivmodus oder rechts vorne oben mal Kopien machen, aber wir beschränken uns vielleicht einfach mal auf die wesentlichen Schränke hier und gehen nun die Wände an. Es ist also hier ganz wichtig, dass für den Export zu Twinmotion wirklich alle Bauteile eine Textur bekommen haben. Ich kann es über verschiedene Arten erreichen. Ich kann jetzt hier einfach der Klasse sagen, dass die linke Seite, rechte Seite komplett alles zum Beispiel mit einem Verputzmaterial belegt werden soll. Das kann man natürlich auch voreinstellen und als Vorlage hinterlegen, aber es ist mal ganz gut, dass man das auch hier nochmal sieht. Wir gehen nun die Türe an und weisen hier einfach mal Texturen zu. Es kann einmal eine Farbe sein. Hier werden also hunderte von Texturen mitgeliefert. Und im Endeffekt geht es also hier darum, dass wir wirklich jedem Objekt die gewünschte Textur hier zuweisen. Und hierzu steht uns eben der Dialog Bauteilinfos zuweisen zur Verfügung. Nun schauen wir uns die Bodenfläche an. Hier müssen wir ebenfalls noch eine Textur zuweisen. Hier nehmen wir einfach mal einen Parkett, der standardmäßig schon mit installiert wird. Fügen uns eine Kopie ein, die wir nun für die Decke verwenden möchten. Suchen uns hier wieder eine passende Textur aus. Und langsam kommen wir zum Ende. Wir haben also wirklich nun alle Objekte, die zunächst mal relevant sind, gezeichnet. Und machen hier vielleicht noch ein paar Feintunings. Aber im Endeffekt ist es halt entscheidend, dass wir wirklich allen Objekten eine Textur zugewiesen haben. Wenn wir nun unterschiedliche Texturen für die Schränke haben möchten, sollten wir das gleich vorab machen, damit eben gleich hier eine eigene Textur erzeugt wird. Und in Twinmotion kann dann natürlich auch gleich hier dem linken Schrank separiert eine eigene Textur zugewiesen werden oder entsprechend, oder wir nehmen das Bestehende. Wir tragen hier noch einen Deckelüberstand ein, machen hier noch ein paar Kleinigkeiten fertig und dann können wir auch wieder die Decke einfügen. Und nun sind wir eigentlich so weit, dass wir den Export machen können. Hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich den Cinema für die Export oder eben neu diesen Unreal Export.
Beim Unreal Export ist es wichtig, dass wir gegebenenfalls bei bestehenden Factworks-Installationen im Menü Extras Arbeitsumgebungen diesen neuen Befehl erst in eine bestehende Arbeitsumgebung integrieren müssen. Wenn wir natürlich von Grund auf Vectorworks 2021 Service Pack 3 installieren, wird das natürlich schon mitgeliefert. Nun wechseln wir in Twinmotion und laden uns die eben erzeugte Datei per Import. Und nun eine ganz, ganz wichtige Einstellung, dass wir Keep-Hierarchie einstellen. Das heißt, dass wirklich die Hierarchie aus Vectorworks beibehalten wird, dass also wirklich ein detaillierter Strukturbaum mit den einzelnen Objekten hier herankommt. Mit dem Mausrad zoomen wir nun und schon sehen wir nun die Szene in Twinmotion. Im Hintergrund sehen wir also eine Stadt, eine Umgebung, aber auch eine Bodenfläche. Vergleichbar ist das Ganze mit den Umgebungen in Vectorworks. Nun zoomen wir einfach mal ein bisschen ran. Mit dem Mausrad gedrückt können wir also ranzoomen, die Szene verschieben. Mit Shift und Mausrad können wir uns rotieren und schon haben wir nun unsere Szene hier komplett in Twinmotion. Wir sehen also im linken oberen Bereich, wie eingangs erwähnt, können wir die Sidebar aus einklappen. Hier können wir andere Texturen zuweisen. Es geht dann auch sehr schnell, weil wir haben ja die Grundarbeit schon geleistet, denn wir haben gesagt, alles, was das gleiche Material ist, wird nun entsprechend auch geändert. Wir haben also hier eine Vielzahl an Texturen zur Auswahl, die wir dann natürlich auch noch jederzeit im Feintuning bearbeiten können. Wir belassen es vielleicht jetzt einfach mal bei einer Roughcast-Coasting-Textur. In der Mitte können wir nun zu der jeweiligen Textur eine Skalierung eintragen. Das heißt, wie grob oder wie fein soll die Textur erscheinen. Nun schauen wir in den Bereich Holz rein und wir könnten hier einfach auch mal die Textur, wenn der Kunde nun doch eine andere Entscheidung getroffen hat, eine andere Textur hier zuweisen. Das machen wir per Drag and Drop. Und ich habe jetzt einfach mal hier eine andere Textur zugewiesen. Wir wählen mal Chestnut und nun ganz wichtig bei Scale, der Skalierfaktor. Und wir haben hier die Option More, wo wir dann einfach eine Rotation, also die Texturrotation nochmal ändern können, dass die entsprechend auch senkrecht oder waagrecht verläuft. Nun können wir beim oberen Regal mal auch jede einzelne Platte da mal selektieren. Und hier haben wir nun zwei Kreise und der Pfeil kann mir nun geändert werden. Und nun möchte ich auf Einzelzuweisung wechseln. Und ich kann nun eben dieser einen Platte auch explizit eine Textur zuweisen. Wir haben also da wirklich noch sehr viel Flexibilität und können jedes einzelne Objekt da auch noch sehr bequem anpassen oder ändern. Wir haben oben rechts ein Auge, wo wir nun ganz in Live die Tageszeit einstellen können. Wir haben hier einen stufenlosen Regler. Man kann natürlich auch die Uhrzeit manuell eingeben, aber wir sehen hier sofort von der Beleuchtung, dass sie das Echtzeit ohne etwaige Verzögerungen sofort aktualisiert. Nun möchten wir einfach mal
ein Image erstellen bzw. ein Image vorbereiten. Wir haben hier eine Szene oder einen weiteren Zoom-Bereich und können hier gleich sogenannte Images oder Bilder vorbereiten und später dann einfach rendern lassen. Nun drehe ich mich hier ein wenig und kann nun einen Rotator einsetzen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir wollen jetzt einfach mal diese Türe auf und zu gehen lassen. Ich habe das jetzt einfach mal von der Innenseite gewählt, denn von der Außenseite, vielleicht ist es noch eine Ungenauigkeit, es ist mir schwer gelungen, die Türe anzuklicken, und nun sehen wir, hier kann ich von innen, klappt das dann wunderbar, und ich kann nun eine Verknüpfung zuweisen. Hier ist also unten in der Mitte, hier oberhalb von Once Ping Pong, so ein Verknüpfungssymbol. Mit Once oder einmalig kann ich natürlich sagen, dass die Tür nicht immer auf und zu gehen soll, sondern nur einmal. Mit Speed kann ich die Geschwindigkeit einstellen. Mit mehr kann ich hier etwaige Verzögerungen machen, dass es nicht sofort ausgelöst wird. Nun möchte ich einfach mal den Trigger, die Auslösung einschalten und kann nun die Auslösungszone einstellen. Das heißt, in einer Entfernung von einem Meter oder etwas mehr, 2 Meter, wird diese Türe erst geöffnet. Trigger Type Multi kann man sagen, was das auslöst. Ich gehe mal nun nach außen und habe jetzt da die Wand hier mal aus- oder eingeblendet. Das ist natürlich mit dem Auge sehr, sehr schnell und einfach möglich. Verschieb einfach mal die Ansicht und möchte hier mal von dieser Ansicht jetzt da mal das Ganze genauer beleuchten. Hier sehen wir, dass die Boden, die Grundebene noch nicht ganz genau passt. Die können wir also hier anklicken und einfach höher schieben. Und nun generieren wir einen benutzerdefinierten Pfad. Ein benutzerdefinierter Pfad ermöglicht uns einfach nochmal mehr Möglichkeiten. Und wir sehen hier bereits, dass hier ein Würfel einfach automatisch gleich diesem benutzerdefinierten Pfad folgt. Natürlich möchten wir später keinen Würfel hier rotiert haben, sondern ein eigenes ausgewähltes Objekt. Aber zunächst mal für die Erstellung des Pfads ist es mal ganz nützlich, dass man da also sieht, okay, mit jedem Mausklick wird eben da ein weiterer Pfadpunkt eingesetzt. Diese Pfadpunkte können wir natürlich dann später noch ändern. Diese großen Pluszeichen in der Mitte erlauben uns auch nachträglich später noch zwischen den Pfadpunkten weitere Pfadpunkte hinzuzufügen. Wenn wir nun den Pfad soweit mal bestimmt haben, gehen wir in die Bibliothek zurück und möchten hier einfach mal animierte Personen auswählen. Ich ziehe hier mit Drag and Drop nun eine Person auf den Würfel und schon wird automatisch der Würfel ausgetauscht. Der Fußgänger ist natürlich nicht mit 20 km/h unterwegs, sondern vielleicht 4 bis 6 km/h, etwas in der Richtung. Und somit haben wir schon mal eine vernünftige Geschwindigkeit. Im nächsten Schritt wählen wir die Person einfach mal aus und können nun den Typ Walking, also gehend, auswählen und haben hier noch verschiedene Arten der Bewegung, der Animation. Und nun haben wir also schon mal einen großen Teil da erreicht.
Wenn uns das Ganze so gefällt, wir können das dann noch mit weiteren Punkten hier noch ein bisschen feintunen. Indem wir auf das Plus klicken, könnten wir also hier noch weitere Punkte hinzufügen. In der Sidebar heißt es links unten Custom Parser, also das ist hier der Pfad, also neu hinzugekommene Objekte werden immer am Ende der Liste in der linken Sidebar, in der rechten Sidebar angezeigt. Ich wechsle nun mal in die Ansicht von oben. Ich klicke einfach mal die Decke an und kann die in der Sidebar einfach mal ausblenden. Hier habe ich bei dem Auge nun verschiedene Standardansichten, wie wir sie in Vectorworks kennen. Kann hier in die Draufsicht mal gehen und mir aus der Draufsicht das Ganze mal noch mal genauer anschauen und da zum Beispiel noch mal Änderungen vornehmen. Mit gedrücktem Mausrad kann man, wie gesagt, die Szene ran oder rauszoomen. Ich stelle hier mal die Sprache auf Deutsch um, damit man sieht, also natürlich kann man das in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen, dieses Twin Motion. Wichtig immer, dass man zwischendrin einfach mal speichert die Szene, damit da eben wirklich kein Datenverlust entsteht. Im nächsten Schritt schauen wir uns einfach mal die ausgeblendeten Bauteile an. Ich möchte hier einfach mal die Decke wieder einblenden. Habe die Wand da daneben aktiviert, damit ich sehe, okay, da in der Nähe ist dann eben auch die Decke. Und nun haben wir also unsere Szene wieder mit der animierten Person. Wir sehen, dass die Öffnung noch nicht stimmt. Die Türe öffnet sich einfach da zu spät. Und wir ändern den Auslösebereich entsprechend um, vergrößern das, dass die Türe also früher öffnet. Man muss da natürlich noch ein bisschen Feintuning machen, dass man den Pfad ein bisschen nach rechts schiebt, dass die Person nicht in der Mitte der Tür durchgeht. Aber im Endeffekt haben wir alles soweit vorbereitet und können nun einen Filmpfad erstellen. Dieser Pfad verhält sich ähnlich. Wir brauchen wieder verschiedene Punkte, die den Filmpfad durchlaufen. Ich stelle hier verschiedene Zoom-Bereiche und wenn mir die Ansicht gefällt, klicke ich unten links auf dieses Plus im Arbeitsbereich und habe also hier eine weitere Ansicht, einen weiteren Bildausschnitt gespeichert und kann also hier entsprechend die einzelnen Punkte steuern. Der Animationspfad kann hier einfach mal ausgeblendet werden, der stört hier vielleicht. Und nun haben wir also eine schöne Übersicht und können nun eben den Pfad hier vervollständigen. Mache hier noch ein bisschen Feintuning und die Ansicht gefällt mir. Ich klicke auf das Plus und habe also nun einen weiteren Bildausschnitt für den Videofilmbereich erstellt. Ich gehe jetzt mal ganz zurück und lasse das ablaufen und sehe jetzt, dass eben hier der Film entsprechend so erstellt wurde. Nachdem ich das Ganze nun fertiggestellt habe, schauen wir uns das nochmal an. Und nun können wir eben den Film hier ja, nochmal durchgehen lassen. Ich kann auch hier einen weiteren Film erstellen. Ich erkläre das nochmal von vorne. Also wir brauchen, wie gesagt, unsere einzelnen Standpunkte. Wir können hier verschiedene Filme starten. Aber im Endeffekt ist die Vorgehensweise immer wieder die gleiche, indem wir auf das Plus klicken.
kreieren wir neue Ansichtspunkte und irgendwann haben wir sämtliche Ansichtspunkte erstellt. Hier oben links erstellen wir noch die Dauer, die ist natürlich auch relevant. Und nun gehen wir zur Ausgabe. Jetzt haben wir alles erstellt und nun möchten wir eben unser Video erstellen und wir brauchen nur noch auf Export beginnen klicken und schon wird der Film im Hintergrund erstellt. Ein sehr wirklich mächtiges Werkzeug in Twinmotion ist der Präsentor. Hier können wir Präsentationen erstellen und das ist wirklich sehr, sehr stark gemacht. Per Drag and Drop ziehen wir einfach nur die gespeicherten Ansichtsbereiche, sage ich mal, in den Arbeitsbereich unten rein. Und das alleine reicht dann schon, dass wir jetzt diese vier Ansichten exportieren können. Ich klicke also auf Export Presenter, aktiviere den Presenter und klicke auf Export beginnen. Wähle das Verzeichnis aus und hier wird nun auf Windows-Seite eine Exe erzeugt. Beim Mac kann es auch live über die Twinmotion Cloud erfolgen. Der Vorteil ist natürlich einer Offline-Möglichkeit. Ich brauche nur noch den Presenter doppelklicken. Und schon habe ich jetzt, ohne dass ich was installieren muss, brauche ich kein Twinmotion und kann hier einfach mal die Präsentation ablaufen lassen. Diesen Link teile ich auf einer Cloud, auf der Dropbox, OneDrive, Google Drive, was auch immer. Brauche eigentlich nur im Explorer den Link dem Kunden teilen und der kann jetzt alles da machen, was er da will. Er kann sich mit den Navigationswerkzeugen, die wir schon erklärt haben, hier einfach ganz frei bewegen. Und hier sehen wir jetzt den Film, den wir gerendert haben. Den kann man sich dann natürlich auch anschauen. Und somit haben wir wirklich in kurzer Zeit eine sehr beeindruckende Präsentation erstellt. Abschließend hier nochmal die Einzelbilder, die wir gerendert haben. Die bekommen wir dann auch natürlich noch mitgeliefert. Und ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und freue mich auf ein Like von Ihnen. Vielen Dank.